So, dann gehen wir jetzt mal rein. Und quaken. Ist noch irgendjemand? Sie sind wach. Wenn Sie reden wollen, sowas. Erzähle ich, was ich weiß. Na? Alle das Peak. Gesicht einer Studie von. Wir waren 2 Wochen auf See. Ich hoffe, ja. Sokolov geht es gut, wo er auch sein mag. Bleib mal so lange in deinem Schiff herum. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas. Kanaka sieht von weitem ganz nett aus, aber mit der Stadt geht's bergab. Und die Blutfliegen sind dieses Jahr schlimm. Oh, Armbrustbolzen, ne? Wie er nicht reißt, ne? Aber ich klaue gerne. Was seid ihr denn? Liebste Emily, oder sollte ich sagen, eure kaiserliche Majestät? Es gibt etwas, das Sie und Corvo so bald wie möglich erfahren sollten. Es geht um die Morde überall im Reich, begangen vom sogenannten Kronenmeuchler. Als ich Crystal vor Jahren verließ, schwor ich, mich nie wieder mit politischen Dingen zu befassen. Ich hatte Schlechtes getan, aber auch Gutes, vor und nach der Seuche. Aber hier in Karnaka habe ich eine furchtbare Verschwörung gegen sie aufgedeckt. Hier, ganz unten im Reich, riechen die Kopfsteine nach Tod und Verderbnis. Ich bin mit einer Partnerin, Megan Foster, auf ihrem Schiff, der Dreadful Whale. Wir brechen am Morgen nach Dunwall auf, sobald die Gezeiten es zulassen. Ich denke daran, wie die süße Jessamine ihnen und ihrem Vater entrissen wurde. Und nun könnten Sie es ebenfalls mit so etwas zu tun bekommen. Ich weiß, Corvo würde sein Leben für Ihren Schutz einsetzen, aber vertrauen Sie niemandem! Da sind Sie ja, alter Mann. Ich wurde gebeten, Sie zu besuchen. Halt! Was ist mit Ihnen? Megan! Gehen wir, Sokolov, an einen abgelegeneren Ort. Okay. Ich vermisse. Versuchungsnotizen. Den alten Sokolov von seiner Reise berichte. Er war sogar in Pandissien. Na gut. Hier ist auch nichts. Kapitel 4 und das immer noch als Einleitung. Na super. Legt wieder zu. Legt wieder zu oder immer noch? Immer noch das gleiche. Ja gut, dann quatschen wir mal mit Megan Foster. Na gut. Manches haben sie erklärt. Doch was wollten sie und Sokolov hier? Der Alte liebt Kanaka. Aber er bekam Wind von einer Intrige um den Kronenmeuchler. Er wollte sie warnen. Wir hörten von wachsendem Unfrieden. Korruption. Straßengewalt. Sowas passiert nun mal und normalerweise kümmert sich die Obrigkeit darum. Der neue Herzog ließ die Dinge schleifen. Aber Sokolov hielt ihn für den Kopf der Intrige. Er war schockiert. Und wenn Sie seine Geschichte kennen, dann wissen Sie, was das heißt. Wir wollten sofort nach Dunwall. Aber es ist was passiert.
Der Kronenmeuchler. Ja, die Luke klappte auf und Sokolov schrie. Ich habe nur kurz etwas gesehen, das ihn übers Deck gezerrt hat. Ich bin ihnen nach, soweit es ging, zum Erdemeyer-Institut. Von der Alchemistin Hypatia. Vielleicht benutzt der Herzog einen Patienten, den Kronenmeuchler. Erdemeyer war vor Jahren in Solarium. Ich gehe rein und beseitige den Kronenmeuchler. Vielleicht hilft mir die Alchemistin ja. Vielleicht auch nicht. Sei es drum, ich versuche mehr über Sokolov zu erfahren. Ich würde ja Glück wünschen, aber mein Glück wollen Sie nicht. Wenn Sie im Institut fertig sind, erledigen Sie den Wachturm. Dann kann ich mit dem Beiboot kommen. Wir nehmen das Beiboot, wenn Sie bereit sind. Also ich habe schon alles gelootet. Von daher, Glück brauche ich nicht. Glück ist ein anderes Wort für Schicksal. Und das Schicksal ist ein Jäger. Soll ich sie jetzt im Hafen absetzen? Nein, natürlich nicht. Deswegen treffen wir uns ja auch nicht hier. So. Bereit. Die Stadt hat sich sicher verändert. Dann nichts wie ab. Noch einmal, mein Freund. Erdemeyer geht es nicht per Boot. Es ist zu gut gesichert. Die Garde hat da einen Wachturm. Gehen Sie landeinwärts und nehmen Sie die Bahn. Der alte Herzog von Cerkonos hat Kanaka jahrzehntelang aufgebaut. Herzog Luca Abele hat die Stadt dann in absoluter Rekordzeit geschröpft. Mit Orgien und Festen. Ich kannte den alten Herzog Theodanus. War ein guter Mann. Geben Sie Acht auf dem Weg nach Erdemeyer. Der Herzog hat die Stadt der Garde übertragen. Sie greift Fremde sofort an. Ich kann auf mich aufpassen. Hier sieht's ganz gut aus. Im Erdemeyer vernichten Sie den Kronmeuchler und forschen nach Sokolov. Alchemistin Hypatia wird Ihnen helfen. Sokolov mag sie. Dann bis später beim Erdemeyer. Warten Sie nur mit dem Boot, bis ich den Wachturm ausgeschaltet habe. Hm. Irgendwie vermisse ich Samuel. So. Die Taten beeinflussen deine Umgebung. Sag mal, hieß es das davor, dass nicht beeinflusst wäre? Hätte ich doch alle umbringen können? Ja, das ist auch wirklich unglaublich. Ich kann es das auch nicht. Na, Gott. Willst du dich mit mir anlegen? Fischkopf kann ich nicht, ne? Willkommen in Karnaka, Fremder. Das Juwel des Südens, so heißt es. So sieht es vielleicht von sehr, sehr weit weg aus, hm? Oh, guck mal, Manuel. Hier kommt das ganze Blut vom Würstchenmachen raus. Was ist das für ein Schiff? Kennst du den Kapitän? Guck mal, wie das hier langläuft. Sind alles Überreste. Geld in der Welt kann das aufwiegen. So viele versuchen aus Karnaka. Ich wundere, dass ich mich hier irgendwie so locker bewegen kann. Während der Abwesenheit des Herzogs. Irgendwer hat was gesehen. Und jetzt sind alle nervös. Ich sollte längere Pausen kriegen. Wegen meiner kaputten Füße. Ein Untergrund. Illegale Handel bedeutet Waffen und Munition. Ein neuer Kunde. Mit Geld, nicht wahr? Ein bisschen. Ausrüstung verbessern. Wir wollen gucken. Ich hätte ein paar Pläne zur Verbesserung ihrer Sachen. Betäubungsbolzen. Hab ich schon. Ziel- und Treffgenauigkeit. Das kostet aber ein Schweinegeld.
Munition, Armbrustbolzen. Wieso kann ich eigentlich nicht auch mal was verkaufen? Genießen Sie die Luft. Ich verkaufe hier keinen fermentierten Hai. Betäubungsbolzen. Hallo, meine liebevollen Dinger. Ich werde es nicht bereuen. Oh. Granate, ne? Das sind alles Sachen, die töten. Oh, 400 eine Rune. Versunkene Vorräte. Zwei Seeleute kennen die Position eines in der Bucht versunkenen Schiffs, auf dem sich Vorräte befinden. Bis mir fehlt ein kleines bisschen was. Kommen Sie bald wieder, wenn ich dann noch hier bin. Bei denen nicht das einfach klauen. Auch ja nicht viel. Ich sag dir eins, wenn du Hämorrhoiden hast und mal bluten solltest deswegen, ne? Es sind definitiv die Tage, du. Auch Männer können aus dem Arsch bluten, du. Kann ich euch eigentlich klauen, wenn ihr irgendwas tragt? Aber bewegt euch langsam. Und haltet euch von den Nestern fern. Ja, nichts? Haben die denn nichts hier? Okay. Nun soll ich nach einem Schurken mit einem Messer suchen. Ihr Gesicht ist bedeckt. Der Garde wird das nicht gefallen. Nein, ich trage ja auch eine Maske. Mann, die sind ja intelligent hier. Ihr tragt nicht. Jetzt ist alles ein wildes Durcheinander. Und wer darf sein? Letztes Tattoo. Ich natürlich. Wie immer halt. Das Eddermeier in der Ferne. Nichts, leider niente. Serkonische Mitbürger, während der Abwesenheit des Herzogs möchte ich dies hier verkünden. Das diesjährige... Oh Gott. Manu. An Tagen wie diesen. Spiel auf deine Art, Teil 2. Halte die Windmühle an, um die Stromversorgung zu kappen. Ah ja, erkunde Wohnungen in der Nähe. Meistens das von... Ey, komm, um alternative Wege zu finden. Ich habe meinen Teleporter. Die Wege, die ich schon im ersten Teil gemacht habe, ne? Wieder ein gesuchter Mann. Willkommen. Feindseliges Gebiet. Ah ja, okay, das ist feindseliges Gebiet. Wer hätte es gedacht? Bitte? Zu spät dafür, Apollo. Rate, was jetzt passiert. Das passiert, wenn man im Halbverhungert ist. So, ich weiß ja nicht, was du gegessen hast, aber wenn du Filzekacke bekommst, ne, dann mit dir auf Toilette. Klar, so die dürfen mich nicht sehen, ne? Gerne mal die Windmühle anhalten. Hey, wie läuft's da oben mit der Windmühle? Alles klar? Keine Sorge, sie dreht sich. Genug Elektrizität da. Gut. Gefällt mir besser, als die Walöltanks zu benutzen. Der Wind geht nicht aus. Solange die Windmühle funktioniert. Die gehen auch oft kaputt, nur eben anders. Hey. Ihr müsst euch nicht weiter unterhalten. Ich hoffe, wir haben mal verloren. Okay, lebt noch. Oh. Wäre wieder bereit für was Festes, Bernd. 35 hat seit 3 Tagen Durchfall. Wie kann ich dich jetzt ausschalten? Muss ich dafür nach da oben? Was? Ernsthaft, ich bin nur nach oben geportet und du findest mich nicht mehr? Also, mal sehen. Ich dachte, ich hätte genau hier jemanden gesehen. Sehen wir uns lieber um. Ist die KI hier auch so, also die Gegner auch so ein bisschen plemplem? Ich sehe doch keine Gespenster. Ich frag mich, was das wohl war. Nein, die hellsten sind sie definitiv nicht. Guck mal, ich bring dich zu deinem Freund.
Noch einer bewusstlos. Klar, der weiß, wie er mit dem Boss reden muss. Speichellecker. Ich rieche den Gestank des Nichts. Hier geht irgendwas pervers. Mal hier vorne noch das Herz aus bewusstlos. Okay. Da sind wir schon mal nah dran. Sei gründlich, Bruder. Vergiss nicht, dass das Weltliche sich gern versteckt. Aber dann piepen. Einst eine schöne Stadt, bevor der Herzog ihr das Leben aussaugte. Bevor der Kronleuchtler die Straßen rot färbte. Jetzt bist du hier. Und ich frage mich, ob du ihr den Gnadenstoß verpasst. Oder sie vor dem Abgrund bewahrst. Wir beide wissen, was jetzt passiert. Ungeziefer, Blut und Verrat. Es geschieht wieder. Ich hoffe, du bist bereit. Kann ich jetzt? Oh, jetzt kann ich. Jetzt mehrere Level? Erhöhe die Reichweite der Wobei, ich muss sagen, die Teleportation ist schon relativ weit. Umleitung der Teleportation. Die Zeit hält an, wenn du dich beim Zielen fürs Teleportieren nicht bewegst. Oh, das finde ich toll. Ruf Gegner auf den Boden, indem du in dem Moment angreifst, in dem die Teleportation endet. Das ist dann nicht so toll. Okay, das können wir uns definitiv knicken. So, Ratten haben wir auch wieder, was ich ein bisschen komisch finde. Stärke. Vitalität finde ich gut. Reflexe. Es ist schön, dass es auch noch so diese Unterbereiche gibt. Beweglichkeit finde ich auch gut. Schattentod ist scheiße, ist böse. Das ist auch wieder gut. Das brauchen wir nicht. Oh, die Nachtsicht. Oh ja, die muss ich haben. Ja, die Kraft will ich haben. Definitiv. Das hier Vorahnung. Zeigt feindliche Routen und ihr aktuelles Ziel. Das finde ich auch nicht verkehrt. Ja, komm, nee, machen wir hier gleich den. Komm. Ja. Dadurch, dass wir ja hier schleichen müssen und aufpassen und so, ne? Noch ein Artefakt, macht toll. Sieht aber komisch aus. Aus dem Weg! Wir sind auf der Suche nach ketzerischen Artefakten. Was? Hier? Hören Sie, ich muss aber dieses nur... Dieses Gebiet ist gesperrt, auf offiziellen Befehl des Ordens. Niemand darf es betreten. Hey. Bei meinem Glück ist das der Kronenmeuchler. Dum, 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 di, di, dum, dum, di, dum. Und lebt noch. Ist nicht gut, dass man so betäuben kann, ne? Ansonsten war hier nichts weiter, ne? Damit wir Geld machen können. Oh, Text. Windy, hübsch Tätowierung auf deinem Rücken. Ja. Haben wir schon was gesehen gehabt. Was? Winter kommt nicht mehr in Stramm rein?
Wusste gar nicht, dass er einen Strampelanzug anhat. Grüß dich, Dioskuchen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie geht's dir? Die Tür kommen wo erstaunlich rein. Hier haben wir auch nichts weiter. Sieh dich nur um. Du hast die dunklen Ecken der Welt ignoriert. Vielleicht hat dich das Palastleben weich gemacht. Majestät, bevor wir uns des Tageswerkes annehmen, haben wir unerwarteten Besuch. Ich präsentiere die Schwester von Jessamine Caldwin, Delilah.